Hallo liebe Freunde, es ist dieser Samstag und es wird wieder Zeit für den zweiten Channel of the Day für dieses Wochenende. Mal eins kurz in eigener Sache vorweg. Ich habe das vor kurzem mal in einem Kommentar gehabt oder eine Nachricht war das vielmehr, eine PN. Ob ich meine Sachen so selten wechsle, weil ich oft die gleichen T-Shirts anhab. Dazu muss man sagen, erstens, die drei Videos, The Channels of the Day, fürs Wochenende, drehe ich allesamt freitags vormittags. Ja, also auch wenn ich euch jetzt am Samstag begrüße, eigentlich ist jetzt noch Freitag, naja, Mittag. Ja, deswegen, da habe ich keine Lust, mich jetzt großartig umzuziehen. Der zweite Grund ist, ich habe von diesen T-Shirts, sowohl von den dunkelblauen als auch von den hellblauen, als auch von den weißen und von den schwarzen und den grauen, mehrere. Ja, ich hab's halt mit einfarbigen, das ist einfacher. Und ja, so viel also dazu. Ja, hier wird auch gewaschen. Gut, das war's aber dazu. Heute jetzt zum heutigen Kanal. Und das ist der Kanal Tippformativ, den ich euch hier heute rausgesucht habe. Ein Wissenskanal, ein Lernkanal, wie man das möchte, mit da geht's um Chakra, Motivation und so weiter, mit immerhin 19.805 Abonnenten. Und auch hier schauen wir natürlich einmal in die Kanalinfo und da steht drinnen: kompaktes Wissen, kurz und knapp, psychologische Tipps, Motivation, Erfolg, Glück, Lebenstipps, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das umschreibt auch wunderbar, was ihr hier in den 59 Videos, die ihr, wie ihr hier seht, in drei Playlists gestaffelt finden könnt. Der Kanal ist noch recht jung. Wir schauen uns mal das älteste Video an. Und das sind 10 einfache Tipps für den Alltag. Manche Sachen sind doch sehr interessant. Das mit dem Apfel wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass der besser wach hält als eine Tasse Kaffee. Das mit der grünen Welle und dass man sich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten soll, naja, das funktioniert zumindest bei uns leider so auch nicht. Wir schauen aber mal in die Playlist Psychologische Tipps und da schauen wir uns mal das Video Spontan werden an. Das habe ich hier etwas weiter unten für euch gefunden. Bitteschön. Unser Alltag besteht zu 80% aus Gewohnheiten und bereits im Voraus geplanten Ereignissen. Auch wenn ein gutes Zeitmanagement das A und O für ein erfolgreiches Leben darstellt, kann dich zu viel Planung zu vorhersehbar und somit langweilig werden lassen. Im Folgenden erfährst du also, wie auch du es schaffst, spontan und somit alles andere als langweilig zu werden. Nummer 1. Frag deine Freunde. Auch wenn dieser Schritt vielleicht ein wenig Überwindung kostet, er verschafft dir eine ehrliche Meinung darüber, ob du vielleicht in der einen oder anderen Situation ein wenig zu vorhersehbar bist. Eignest du dir hiermit nur an, fauler zu werden. Nummer 4. Hör damit auf die perfekte Zeit zu warten. Sicherlich kennst du es selbst. Du hast vor, jemanden anzusprechen oder eine andere Tätigkeit zu tun, welche dich aus deiner Komfortzone lockt. Ja, bahnbrechende neue Erkenntnisse wird hier keiner erwarten müssen. Die Tipps sind eigentlich schon lange, lange bekannt, aber man sollte sich natürlich auch dran halten, damit sie funktionieren. Der Glaube versetzt manchmal Berge, wie es so schön heißt. Wir schauen uns mal das aktuellste Video ein. 4 Gewohnheiten extrem erfolgreicher Menschen vor dem Schlafengehen. Wir haben doch sicher alle schon von den super erfolgreichen Menschen gehört, die früh aufstehen und am Tag gefühlt 10-mal mehr erledigen können als der Rest der Welt.
Aber was machen sie denn anders als wir normalen Menschen? Was machen sie denn, bevor sie schlafen gehen? Gibt es da irgendein Geheimnis, das sie uns verschweigen? Hier sind 4 Schlafenszeitgewohnheiten extrem erfolgreicher Menschen. Nummer 1. Eine Stunde lang lesen. Microsoft-Milliardär Bill Gates verbringt jede Nacht, bevor er zu Bett geht, eine Stunde damit, ein Buch zu lesen. Neben den offensichtlichen Vorteilen kann tägliches Lesen auch Stress abbauen und dein Gedächtnis verbessern. Eine im Jahr 2009 durchgeführte Studie der Universität von Essex zeigte, dass nur 6 Minuten Lesen am Tag ausreichen, um dein Stresslevel um bis zu 68% zu vermindern. Ja, auch das eigentlich nichts Neues, dass man vor dem Schlafengehen noch mal eine Stunde lesen soll. Als Kind hat man das sehr viel und viele Kinder machen das glücklicherweise heutzutage auch noch, was ich ganz toll finde. Weil das bildet auch noch so ein bisschen, gerade bei den Kindern, hilft es im Unterbewusstsein bei Rechtschreibung und Grammatik und auch grundsätzlich in Gesprächen kann man sich doch viel besser ausdrücken, wenn man viel liest. Das kommt ganz automatisch und da merkt man auch wirklich in der Entwicklung der Kinder später, wer hat jetzt viel gelesen und wer nicht. Also das mit der Stunde lesen ist schon in Ordnung. Aber ihr dürft nicht vergessen, an der Stelle vom Handy lesen bringt da nichts. Denn das blaue Leuchten vom Handy gibt dem Gehirn zu verstehen, Moment, blaues Licht, es muss Tag sein. Und das macht dann eher wach. Ja, also schon, wenn ihr lest, dann sollte es schon ein richtiges Buch sein. Wie das bei den E-Books ist, weiß ich nicht, weil ich noch keins in der Hand hatte und nicht beurteilen kann, wie hell das Ganze ist und so weiter und so fort. Ja, Tipp formativ. Übrigens aus der ersten Geschichte mit den einfachen Tipps für den Alltag, das mit dem Fahrstuhl, das werde ich bei Gelegenheit auch nochmal ausprobieren, ob das tatsächlich funktioniert, dass wenn ein Knopf bereits gedrückt ist, wenn man den dann zweimal drückt, dass man die Auswahl dann wieder aufhebt. Das finde ich gar nicht mal so uninteressant. Und ebenso gibt es eben sehr viele interessante Videos auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, das war es schon wieder für heute, für den Samstag. Morgen mal wieder etwas für die jüngeren Zuschauer, unter anderem natürlich auch immer für die Großen, aber eben auch mal für die Kleinen. Für die Kleinen ist gut, ja. Wir werfen noch einen Blick aufs Datenblatt. Das war der 145. Kanal und wir nähern uns den 200 Kanälen. 62,861 Millionen Abonnenten haben diese ganzen Kanäle für sich entdeckt und das ist Wahnsinn. Und 101.900 Videos findet ihr hier. Ja, das war's wie gesagt für heute. Ich hoffe, ihr habt alle noch ein tolles Wetter dieses Wochenende. Man sollte ja langsam mal angrillen, nicht? Ostern steht vor der Tür. Ansonsten wünsche ich euch einfach nur einen tollen Samstagabend und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder und ja, bis dahin, macht's gut, euer Sven. Tschüss.